freue mich sehr, dass Heidi Stutz hier ist. Heidi Stutz ist Geschäftsleiterin des Büro BASS. Das Büro BASS ist spezialisiert auf sozialpolitische Studien, aber auch sehr stark eben auch Studien im Bereich Familienpolitik oder auch im Bereich der Care-Arbeit. Das ist auch eine der letzten Publikationen, die Heidi Stutz mitverantwortet hat, eine Studie für das Eidgenössische Büro für Gleichstellung, wo es schwerpunktmäßig eben um die Care-Arbeit geht. Heidi Stutz hat auch unter anderem den Familienbericht 2008 verfasst und sie ist von der Ausbildung her ist sie Soziologin und Wirtschaftshistorikerin. Ich freue mich, Heidi Stutz, dass Sie hier sind. Heidi Stutz spricht zu uns zu den Bedingungen der Wohlstandsproduktion in Familien. Sie haben das Wort. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte noch einmal ganz zentral das Thema stellen, Zukunft des Sozialstaats, über das wir hier debattieren. Und Sie bitten zu sehen, dass dieser Sozialstaat nicht alles tut und nicht alles tun kann. Also wir können nicht alle Probleme lösen, indem wir sie an den Sozialstaat delegieren. Der Sozialstaat kann Wohlstand und Wohlfahrt der Einzelnen nicht alleine sichern. Er stützt sich bei dieser Aufgabe immer auf die Wohlfahrtsproduktion, die in Familien geschieht. Familien hier verstanden als ein lebenslanger, lebenslanges Beziehungsgeflecht, das auch zwischen Erwachsenen, Kindern und Eltern weiter besteht. Was der Sozialstaat tut, er fängt im Kern nur die Erwerbstätigen bei Verdienstausfällen wegen Krankheit, Unfall, Invalidität und im Alter finanziell auf. Was er aber sehr oft nicht tut, dass er den Pflege- und Betreuungsbedarf wie auch die Pflege- und Betreuungsarbeit die wird ihm zum größten Teil unbezahlt durch Angehörige geleistet und in den meisten Ländern sind beide sowohl Bedarf wie auch Arbeit nur minimal abgesichert durch staatliche Programme. Ein Grund dafür ist, dass bei der Einführung der sozialstaatlichen Errungenschaften es selbstverständlich erschien, dass die Ehemänner als Alleinernährer ihre Gattinnen mitversorgen. Diese kümmern sich dann im Schoße der Familie um Pflege und Betreuung von Kindern, um kranke und gebrechliche Eltern. Dieses System hat aber nie für alle funktioniert, wurde mit Abhängigkeit verbunden und es entspricht seither immer weniger den gelebten Realitäten. Die Lebensformen sind heterogener geworden. Die Paarbeziehungen sind instabiler geworden, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung hat sich verändert und gleichzeitig haben auch die Brüche und Unsicherheiten im Erwerbsleben zugenommen. Wenn Familien und sozialer Nahraum ihre wichtige Rolle bei der Produktion von Wohlstand und Wohlfahrt weiter wahrnehmen sollen, dann ist auch dieses Verhältnis von Sozialstaat, geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung und der Übernahme und Absicherung von Pflege und Betreuung neu zu denken. Das war eigentlich eben das Kernthema, das wir angeschaut haben in dieser erwähnten Studie. Ich habe ein Exemplar hier, wenn Sie das interessiert, kann man gratis beim Bund beziehen oder auch herunterladen. Ich werde zu den folgenden Punkten etwas sagen. Familien sind wichtig in der Wohlfahrtsproduktion. Der Sozialstaat stützt sich auf die Familien, aber die Familien haben sich verändert und deshalb muss der Sozialstaat sich ebenfalls ändern. Beginnen wir. Die Familien sind wichtig in der Wohlfahrtsproduktion. Was ist ihr Beitrag und warum wird er häufig übersehen? Ein wichtiger Grund ist, dass die von den Familien geleisteten oder in den Familien geleistete Arbeit oft unbezahlt erfolgt und deshalb nicht ans Bruttosozialprodukt angerechnet wird, das in der Ökonomie als Wohlstandsmaß üblich ist. Es ist jedoch wichtig zu sehen, dass neben diesem hier dargestellten bezahlten Sektor der Wirtschaft
auch ein unbezahlter Sektor besteht, der eng zusammenwirkt mit diesem bezahlten Sektor. In diesem unbezahlten Sektor wird die Arbeit überwiegend erfolgt sie in Haushalten und ist durch Familienbeziehungen strukturiert, die ihrerseits über den einzelnen Haushalt dann wieder hinausgreifen können. Das Stichwort ist diese multilokale Mehrgenerationenfamilie, wie sie eben auch von Herrn Höpflinger skizziert wurde. Was wird nun in diesem unbezahlten Sektor produziert? Sie sehen es oben angedeutet, das sind eben diese Care-Leistungen, die Pflege und Betreuung zusammenfassen. Es sind aber auch Sozialisation, das sind diese Lernprozesse, die auch erwähnt wurden, das Aufziehen von Kindern. Das sind aber auch Werte in dieser Gesellschaft, die über diese Struktur weitergegeben werden, nicht ganz allein, aber in wesentlichem Maße. Wichtig ist zu sehen, dass dieser unbezahlte Sektor gleichzeitig angewiesen ist auf Inputs, Konsum- und Investitionsgüter, aber auch soziale und ökonomische Infrastrukturen, die aus dem bezahlten Sektor kommen. Man kann sich nun fragen, warum ist dieser Sektor eigentlich unbezahlt, beziehungsweise warum gibt es Menschen, die bereit sind, unbezahlt zu arbeiten? Und ich denke, hier ist es sehr wichtig auch, also spielt dieser Care-Begriff eine ganz zentrale Rolle. Es bezeichnet diese Betreuungs- und Pflegearbeit, bezeichnet eben auch eine Tätigkeit, die im Englischen sehr viel deutlicher wird, die eine sehr emotionale Komponente hat, die etwas mit Nähe zu tun hat, die gleichzeitig aber auch mit Verpflichtungsgefühlen, mit Identitäts- und Sinnstiftung zusammenhängt, die sehr oft in diesen intergenerationellen Beziehungen auch zu finden sind, wie sie vom Vorredner skizziert wurden. Und die durchaus einen ambivalenten Charakter haben. Also nicht alle unbezahlte Arbeit ist Care, also quasi nicht alle Care-Arbeit ist unbezahlt, ich wollte es umgekehrt sagen, aber unbezahlte Arbeit hat meistens irgendeinen Zusammenhang eben mit diesen Care-Tätigkeiten. Als erste Bilanz lässt sich festhalten, diese unbezahlte Arbeit ist gesellschaftlich notwendig. Es ist ein unentbehrlicher Beitrag zur gesellschaftlichen Wohlfahrt und zur Lebensqualität. Es ist eine unentbehrliche Investition in die nächste Generation und damit in die Zukunft. Und diese Arbeit verschwindet nicht einfach, weil die Mütter vermehrt erwerbsintegriert sind. Und ihre Bedeutung nimmt mit dem wachsenden Pflegebedarf in einer alternden Bevölkerung nochmals zu. Die Übernahme dieser unbezahlten Care-Arbeit ist gleichzeitig heute ein Armutsrisiko. Und wir können uns fragen, warum? Unbezahlte Care-Aufgaben spielen sich im engeren sozialen Nahraum ab, den Sie hier in der Mitte dargestellt haben, sehr oft eben auch in diesem Kontext zwischen verschiedenen Generationen. Er ist damit quasi im Privaten verborgen, aber ist dennoch die Potenziale, die Belastungen, die damit verbunden sind, stark beeinflusst von den strukturellen Rahmenbedingungen im weiteren Umfeld, die hier mit diesen vier Eckpunkten dargestellt sind. Es ist der Sozialstaat selbst, darauf ist zurückzukommen. Es ist die Politik, die Betreuungs- und Betreuungsinfrastrukturen zur Verfügung stellt oder nicht. Es sind die ökonomischen Potenziale und Belastungen, die Erwerbswelt insbesondere, die mit familiären Verpflichtungen kompatibel ist oder eben nicht. Aber es sind auch die kulturell geprägten Wertvorstellungen. Wie funktioniert jetzt dieses Zusammenspiel zwischen dem Sozialstaat und den Familien? Dieses Zusammenspiel wird in der Literatur auch als Care-Regime, das in einem Land herrscht, bezeichnet, dieses Care-Regime. Wir haben gesehen, der Sozialstaat sichert erst zusammen mit dem Privat übernommenen Betreuungs- und Pflegeaufgaben die Versorgung der Einzelnen ab, aber damit stellt sich immer die Frage, sind die unbezahlt Care-Arbeitenden selber abgesichert? Ich lasse die jetzt einfach stehen, die Fragen. Wir haben gesehen, da war eigentlich dieses Alleinernährermodell gedacht, aber diesen Alleinernährer gibt es kaum mehr.
auch, weil eben auch die lebenslange Vollzeitbeschäftigung, wie sie damals gedacht war, nicht mehr gleich selbstverständlich ist. In den Reformdiskussionen, die wir um den Sozialstaat herum haben, aber zum Teil auch in der Frauenbewegung, geht man dann sehr oft dazu über, es müssen halt alle quasi Ernährer werden. Es braucht ein Dual-Earner, Zwei-Ernährer-Modell. Jeder sorgt für sich selbst. Damit stellt sich aber auch die Frage, wer übernimmt dann die unbezahlte Arbeit? Also ich nehme gerne immer das Beispiel der Kinderbetreuung, auch wenn ein Kind während 5 Tagen in der Woche in einer Krippe ist, dann ist es jeden Tag immer noch 14 Stunden zu Hause und am Wochenende auch. Also diese Arbeit verschwindet nicht einfach, wenn man einen Teil davon in die bezahlte Wirtschaft überführt. Und man darf sich auch die Frage stellen, geht es uns besser, wenn wir alle möglichst viel bezahlt arbeiten? Macht das Sinn? Zunächst möchte ich Ihnen hier aber zeigen, dass das alte Care-Regime, wie wir es hatten, immer weniger funktioniert. Hat viel damit zu tun, dass die Familien sich verändert haben. Das ist in vielen Ländern so. Ich zeige Ihnen jetzt Statistiken zur Schweiz, aber die Grundmuster sind in vielen Ländern ähnlich. Sie sehen hier zunächst, wie sich die Zusammensetzung der Haushalte verändert hat. Rot haben Sie hier jeweils die Elternpaare mit Kindern und gleich darüber finden Sie die Einelternhaushalte mit Kindern. Wenn Sie jetzt diesem Band über die Jahre hinweg, 70 bis ins Jahr 2011 folgen, dann sehen Sie, dass sich da eigentlich gar nicht so viel verändert hat in diesem roten und rosaroten Teil. Es ist nur der Anteil der Einelternhaushalte ganz leicht gestiegen. Aber die eigentliche Revolution, die geschah bei den Haushalten ohne Kinder, wenn Sie unten die beiden grauen Kategorien betrachten. Das sind die dunkelgrauen Einpersonenhaushalte und dann die Paarhaushalte mit Kindern, heller grau. Warum ist dies so? Das spiegelt einerseits die demografische Alterung. Es gibt eben mehr Haushalte, wo keine Kinder mehr leben. Es spiegelt aber auch, dass die Leute später Kinder haben. Es gibt eine Lebensphase vor den Kindern, in der man auch bereits einen eigenen Haushalt führt. Und es spiegelt, dass mehr Personen als früher nie Kinder haben. Und alle diese Dinge, speziell auch die letzte Gruppe, wo eben vielleicht noch Verpflichtungen gegenüber den Eltern da sind, aber keine Kinder mehr, die später solche Verpflichtungen wahrnehmen könnten. Alle diese Punkte verändern eben die ganze Organisation oder auch die Potenziale, die vorhanden sind an unbezahlter Pflege- und Betreuungsarbeit in den Familien. Es gibt eine zweite Entwicklung, die passiert ist, die ist Ihnen sehr gut bekannt. Das ist diese zunehmende Erwerbsintegration der Mütter. Sie sehen es dargestellt anhand der Erwerbsmodelle in Paarhaushalten mit Kindern. Es ist eine relativ kurze Zeitspanne auf der unteren Achse abgebildet, 18 Jahre. Und Sie sehen mit diesem Kreuz oben, dass sich das dominante Modell stark gewandelt hat. Wenn das noch im Jahr 92 fast 2/3 so war, dass der Mann Vollzeit gearbeitet hat und die Frau nicht, dann ist dies bis im Jahr 2010 anders. Das ist vielleicht noch 1/3 der Haushalte, die so organisiert sind, aller Haushalte mit Kindern. Und es ist bei der Hälfte, gut der Hälfte, unterdessen, das ist weiter angestiegen in der Zwischenzeit so, dass eben der Mann quasi Teilzeit und die Frau, der Mann Vollzeit und die Frau Teilzeit arbeitet. Sie sehen, dass sich in allen anderen Modellen, die auch noch so denkbar wären, und die unten hier dargestellt sind, nicht sehr viel bewegt hat. Es ist eigentlich nur diese Umkehr zwischen diesen beiden Modellen. In der Schweiz ist in anderen Ländern vielleicht etwas anders. Der dritte Punkt, den wir auch haben, das ist die zunehmende Instabilität der Paarbeziehungen hier dargestellt an der Anzahl der von Scheidungen mit betroffenen Kindern bis 18 Jahren.
Die Kurve würde zwischen 1990 und 2011 sehr viel unregelmäßiger verlaufen aufgrund von Revisionen des Scheidungsrechts, die wir hatten. Aber ich denke, wichtig ist einfach zu sehen, dass diese Zahl stetig steigt. Alle drei Faktoren, also die Haushaltsstrukturen, die Erwerbsintegration der Mütter, aber auch die Instabilität der Paarbeziehungen, tragen dazu bei, dass eben unbezahlte Care-Leistungen in der Familie nicht mehr gleich selbstverständlich verfügbar sind. Und der Zerfall des Alleinernährermodells und auch die Instabilität der Paarbeziehungen, die tragen gleichzeitig auch dazu bei, dass die Armutsgefährdung bei Übernahme von unbezahlter Care-Arbeit gestiegen ist. Wenn man dieses Armutsproblem lösen will, und das ist ja vielleicht wichtig, wenn man das Potenzial an unbezahlter Care-Arbeit für die Zukunft erhalten möchte, dann müsste man diese Arbeit besser absichern. Und die Frage ist, die erste Frage, die man sich dann stellen muss, ist, wann ist eigentlich die Absicherung gut? Wichtig ist zu sehen, dass es zwei Ebenen gibt. Es gibt, man muss die aktuelle finanzielle Absicherung lösen. Also man kann nicht unbezahlt arbeiten, ohne irgendwoher Geld zu haben. Und das Zweite ist, dass es auch eine Risikoabsicherung braucht bei Unfall, Krankheit etc. und eine Alterssicherung für diese Person. Wichtig ist auch zu sehen, dass wir in einem Spannungsfeld drin operieren, weil die direkte sozialstaatliche Finanzierung von Care-Arbeit zu einer Retraditionalisierung der Rollen führt, zu neuen Abhängigkeiten und zu bleibenden Ungleichheiten, was ganz eng damit zu tun hat, dass eben der Zugang zur Erwerbsarbeit für die Wohlstandschancen dennoch zentral bleibt. Im Projekt, das erwähnt wurde, haben wir den Vorschlag gemacht, es braucht als Referenz für den Sozialstaat quasi ein Dual-Earner-Dual-Carer-Modell mit Wahlfreiheit, einfach um klar zu machen, dass das niemandem in diesem Sinne zwangsverschrieben wird. Was heißt das? Das heißt, dass alle Erwachsenen, Männer wie Frauen, den Zugang zur Erwerbsarbeit, aber auch den Zugang und die Verpflichtung zu familiärer Care-Arbeit haben sollen. Es ist natürlich eben, wie gesagt, kein Zwang, irgendein bestimmtes Modell im Privatleben zu leben. Es geht eigentlich darum, in einem gesellschaftlichen Aushandlungsprozess einen Grundkonsens zu suchen, was der Sozialstaat solidarisch mitfinanziert. Und welche Anreize er eben durch die Ausgestaltung seiner Leistungen setzt. Wichtig ist zu sehen, dass es jetzt hier nicht um ein Sozialstaat-Ausbauprojekt geht. Es geht eigentlich nur um einen Umbau, der in gewissen Bereichen durchaus kostet, der aber auch wirtschaftliches Potenzial hat, indem er eben allen erlaubt, berufstätig zu sein. Und wir dürfen auch nicht ausblenden, dass der Status quo ebenfalls Kosten verursachen wird in der Zukunft, wenn nämlich immer weniger Personen eben solche unbezahlten Care-Aufgaben übernehmen, dann steigen die Kosten in der bezahlten Pflege und Betreuung, wer auch immer die am Schluss berappt. Um etwas konkreter zu werden, warum, also wie muss sich der Sozialstaat auch ändern? Die Zielgruppe, von der wir sprechen, das sind eigentlich Haushalte, in denen unmündige Kinder leben oder wo eben Betreuungs- und Pflegeaufgaben auch gegenüber Erwachsenen wahrgenommen werden. Egal in welchem Alter sie stehen, sehr oft sind es ältere Leute. Und beim Wie sehen wir, dass im Unterschied zu den großen Sozialstaatsreformen eigentlich der ganz zentrale Wert hier die Vereinbarkeit ist. Also François Höpflinger hat eben die Work and Care bereits erwähnt. Es ist eben auch, wenn man im Erwerbsalter steht und Pflegeaufgaben, Betreuungsaufgaben gegenüber den Eltern sehr oft wahrzunehmen hat, sehr wichtig, dass ich diese Aufgaben mit einer Berufstätigkeit verbinden kann. Es ist sehr wichtig, dass es entsprechende Infrastrukturen in diesem Sinne gibt. Also das heißt, ich kann dieses Potenzial nur ausschöpfen, wenn ich auch in die bezahlte Pflege und Betreuung investiere gleichzeitig. Die Sozialversicherungen müssen
in ganz bestimmten, sehr care-intensiven Phasen auch zur Verfügung stehen können. Also wenn ich in bestimmten Phasen eben nicht fähig bin, selber berufstätig zu sein, dann soll die Sozialversicherung mich absichern. Es geht hier um Elternzeit in der Babyphase, es geht um Situationen, wo die Kinder krank sind und es geht in gewissem auszuhandelndem Maß auch um Pflegezeit, wenn ich nämlich erwachsene Familienangehörige habe, um die ich mich kümmern muss. Es geht auch darum zu sehen, dass die Trennung von Eltern ein soziales Risiko ist für die Kinder und dass es, wenn quasi die Eltern sich trennen, nicht nur darum geht, ihre künftigen Konsumkosten zu decken, sondern dass sie auch einen Betreuungsunterhalt, Zeit und Zeit kostet Geld, brauchen und dieser Betreuungsunterhalt derzeit nirgends festgeschrieben ist, im Unterhaltsrecht nicht und im Sozialsystem nicht. Das wird derzeit in der Revision des Unterhaltsrechts diskutiert. Es gibt Situationen, die näher zu definieren sind, wo es nicht möglich ist, neben einer Langzeitpflege gegenüber Angehörigen berufstätig zu sein. In solchen Situationen sollte es auch möglich sein, eben Leute, Angehörige anstellen zu können. In der Schweiz sehen wir den größten Handlungsbedarf in diesem Feld, das eben sichern soll, dass diese Wohlstandsproduktion in Familien auch in Zukunft greifen kann, vom Sozialstaat her, der sich anpassen muss, bei einer besseren Lösung für getrennte Eltern, bei einer besseren Grundabsicherung für Familien mit tiefen Einkommen. Ich denke, das wurde teilweise bereits von Herrn Mäder, diese Armutsgruppen, erwähnt. Es geht aber auch darum, dass Maßnahmen wichtig sind zur Bewältigung des künftigen Pflege- und Betreuungsbedarfs. Es geht um diese sozialversicherten Auszeiten. Also wir haben in der Schweiz keinen Elternurlaub derzeit, wie es zum Beispiel die EU ihren Ländern vorschreibt. Es geht aber auch um den Zugang zu einer Risiko- und Altersabsicherung über dem Existenzminimum für Personen, die unbezahlte Pflege- und Betreuungsaufgaben übernehmen, die heute sehr oft nur auf dem Existenzminimum abgesichert sind, eben durch Sozialhilfe und im Alter durch Ergänzungsleistungen. Und im Rahmen des aktivierenden Sozialstaats, wie er aufkommt in den jüngsten Reformen, ist eben auch wichtig zu sehen, dass diese Erwerbsintegrationsausrichtung diskriminierungsfrei erfolgen muss, die Förderung zugänglich sein muss einerseits auch für Personen, die Care-Aufgaben übernehmen und andererseits auch bei den Erwerbsanforderungen dem Rechnung zu tragen ist, dass Leute unter Umständen auch andere unbezahlte Verpflichtungen hier wahrnehmen. Ich belasse es bei diesen generellen Hinweisen. Im Detaillierteres finden Sie bei Interesse in der umfangreicheren Publikation. Herzlichen Dank, Heidi Stutz, für diesen Einblick in die Care-Arbeit und in die Familienpolitik. Sie haben jetzt in Ihrem Referat keine Zahlen genannt zur Bedeutung der Care-Arbeit, in der Studie aber sehr wohl. Können Sie vielleicht etwas sagen zum Ausmaß und zur Bedeutung der Care-Arbeit in der Schweiz? Also ich denke, es ist immer schwierig, oder, wenn man dann mit Milliarden und so operiert, weil es kommt immer darauf an, welchen Stundensatz nimmt man, wie rechnet man etc. Aber was ich immer eindrücklich und wichtig finde, es wird mehr unbezahlte Care-Arbeit geleistet, als wir bezahlt arbeiten in diesem Land. Und das ist in den meisten Ländern so. Und ich denke, das ist eigentlich diese Dimension, die am meisten klar macht, um einen wichtigen Faktor wir hier eigentlich reden. Jetzt ist es ja so, dass Sie in einer Studie über die Zukunft der Migration im Kanton Zürich unter anderem festgestellt haben und auch in der Publikation, die ich ja mitverantwortet habe zum Thema Elternzeit und Elterngeld,
dass angesichts der Competition on Talents, die von der OECD prognostiziert wird, es schwieriger sein wird, in Zukunft qualifizierte Personen aus dem Ausland zu gewinnen und dass eigentlich das größte Potenzial, das noch besteht, bei den Müttern vorhanden ist. Sie haben es ja auch aufgezeigt, dass sehr viele, dass die Familien sich verändert haben, sehr viele Familien haben heute ein Modell, Mann arbeitet Vollzeit, Frau arbeitet Teilzeit, aber häufig mit relativ kleinen Pensen. Wir haben ja in der Schweiz eine relativ hohe Erwerbsbeteiligung im internationalen Vergleich. Trotzdem würde das ja heißen, dass in Zukunft mehr Frauen vielleicht noch höhere Pensen arbeiten würden. Und andererseits haben wir aber die Situation, dass die Zahl der Pflegebedürftigen ja zunehmen wird. Wie sehen dann da die Perspektiven aus in Bezug auf die Möglichkeiten, dass überhaupt noch Care-Arbeit geleistet wird? Das sind sehr viele Fragen in einem. Also in Bezug auf quasi die Migration, denke ich, dass wir das, was wir dort quasi angesprochen haben, im Moment sehr gut beobachten kann, nämlich wenn die Deutschen in die Familienphase kommen, dann gehen sie zurück nach Deutschland. Sie haben dort 2 Jahre Elternurlaub und sie haben dort sehr billige Kinderbetreuung, das haben sie hier alles nicht. Also das verschiebt quasi die Abwägung, wo man arbeitet, massiv, ob man solche Leistungen hat oder nicht, und das setzt das Schweizer familienpolitische System unter Druck. Das ist mal das eine. Das ist mal das eine im Kontext der Migration. Und ich habe nicht die Idee, die Wirtschaft braucht möglichst viele Leute, also müssen die Leute so und so leben. Ich finde, die Leute sollen frei am Schluss im Rahmen des Möglichen entscheiden können, wie sie leben wollen. Aber was wir sehen heute, ist, dass sehr viele Mütter, die Teilzeit mit tiefen Pensen arbeiten, eigentlich mehr arbeiten möchten. Oder? Und dass es die Rahmenbedingungen sind, die ihnen das sehr oft schwer machen. Und das ist, denke ich, etwas, was einfach überhaupt keinen Sinn macht, angesichts der Tatsache, dass wir eben diesen Fachkräftemangel haben, etc. etc. Wenn wir gleichzeitig eben Pflege- und Betreuungsaufgaben haben, dann denke ich, ist es wichtig zu sehen, dass man nicht entweder Sozialstaat oder Familien sehen kann, sondern dass es eben, und das hat François Höpflinger bereits eigentlich auch angetönt, wenn man ein optimales Potenzial auch dort mobilisieren möchte, ist es wichtig, beides zu ermöglichen. Und da geht es auch darum, dass man dies Männern auch ermöglicht. Wenn wir heute sehen im Alter, wenn eine Frau pflegebedürftig ist und ihr Mann lebt noch, dann übernimmt dieser Mann in genau gleichem Maß Pflegeaufgaben vis-à-vis seiner Frau wie umgekehrt. Wir haben einfach diese längere Lebenserwartung der Frauen, die zusätzlich in der Regel jünger sind, was im Rentenalter dazu führt, dass es überwiegend Frauen sind. Aber vorher ist es sehr oft die Erwerbssituation, die eben Männer auch daran hindert, solche Aufgaben zu übernehmen. Und dort haben wir auch Hausaufgaben zu machen. Dort muss halt die Arbeitswelt auch anschlussfähiger werden an solche Verpflichtungen, die man im privaten Leben hat. Gibt es von Ihrer Seite her Fragen? Ja, bitte da vorne. Sie haben beim Handlungsbedarf, haben Sie erwähnt, bessere Lösung für getrennte Eltern. Müsste das nicht auch ergänzt werden durch bessere Lösungen für Kinder von getrennten Eltern? Das ist eigentlich genau der Punkt. Also wir haben, das würden Sie in der Publikation dann alle sehen, eigentlich auch den Vorschlag gemacht, man muss dort die Kinder ins Zentrum stellen und die Politik um die Kinder herum bauen. Oder? Es ist nicht so, dass quasi die Eltern haben ein Sorgerecht. Oder? Und egal, was mit den Kindern ist, sondern es geht eigentlich um die Kinder und um dieses soziale Risiko der Kinder und sie sollen gut aufwachsen können. Das heißt, man muss eben quasi für die Kinder schauen, dass es einen Betreuungsunterhalt gibt. Oder? Also sie haben dort ein Problem, dass die Alimentenbevorschussung und das Unterhaltsrecht nicht gut zusammenspielen in der Schweiz. Oder? Und also, weil eben die Väter nicht über das Existenzminimum hinweg
quasi belastet werden können, sind die Alimente tief, aber nachher werden für die quasi Alleinerziehenden oder die Kinder werden nachher nur die tiefen Alimente bevorschusst. Also landen alle in der Sozialhilfe. Und dieses Zusammenspiel müsste man verändern und eben auch im Sozialsystem diesen Mindestunterhalt vorsehen. Das ist eigentlich der Vorschlag, den wir dann da gemacht haben. Dort stehen genau die Kinder im Zentrum. Das weitere Fragen von Ihrer Seite her, ja, dort hinten. Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für den sehr, sehr spannenden Vortrag. Ich fand es sehr interessant, dass Sie gerade dieses Dual-Earner-Dual-Care-Modell mit Wahlfreiheit betont haben. Ich würde gerne als Ergänzung noch sagen, dass die Anreize der Paare werden ja nicht nur dadurch beeinflusst, was der Sozialstaat bietet, sondern auch, wie das Steuersystem ausgestaltet ist. Und es gibt ja da diese sehr, sehr spannende Untersuchung von Monika Büttler in ihrem Papier »Arbeiten lohnt sich nicht, ein zweites Kind noch weniger«, wo sie genau für eine Familie im Kanton Zürich anschaut, wahrscheinlich wird es in anderen Kantonen ähnlich oder noch prägnanter sein, wo sie anschaut, dass wenn sie eine Familie haben, die zwei Verdiener hat, dass es sich für den Zweitverdiener, in den meisten Fällen die Frau, ab dem dritten Arbeitstag nicht mehr lohnt zu arbeiten. Dass unser Steuersystem den meisten Kantonen so ausgestaltet ist, dass wenn sie mehr als drei Tage arbeiten als Zweitverdiener, sie Nettoeinkommensverluste haben. Dass sie also nach den Steuern, Abzügen und Zulagen weniger Geld haben, als wenn sie einfach nicht gearbeitet hätten, diesen zusätzlichen Tag. Und ich wollte fragen, ob das auch berücksichtigt wird in der Studie, dass die Steuersysteme Anreize setzen oder ob das Thema für weitere Studien wäre. Dankeschön. Also wir haben da ein Kapitel über das Steuersystem auch drin. Aber ich denke, bei dieser Studie von Monika Büttler waren auch die Tarife der Kinderbetreuung extrem wichtig. Und die sind im Einzelnen für die Betroffenen, die kleine Kinder haben, sehr viel wesentlicher als die Steuereffekte. Aber nein, das haben wir alles in der Studie auch drin. Dann war eine Frage da. Ja, ja, über... Dankeschön, Dubochet, Lausanne. Ein möglicher Beitrag an das Problem von die Alleinstehenden oder Eltern mit Kindern könnte von der Initiative Grundeinkommen, bedingungslos Grundeinkommen kommen. Was denken Sie darüber? Damit natürlich wären alle Frauen, die alleinstehend mit Kindern sind, die eine anständige Grundeinkommen bekommen. Und das Problem wäre irgendwie gelöst. Voilà, was denken Sie darüber? Also ich halte überhaupt nichts davon, ehrlich gesagt, weil ich denke, dass es alle wichtigen Probleme nicht löst. Also es ist ein schönes Modell, wenn Sie nicht darauf angewiesen sind, oder? Erstens, die Vereinbarkeit wird absolut nicht gelöst, da ändert sich absolut nichts für die Familien in Sachen Vereinbarkeit, aber um so quasi ein solches Modell Dual Learner, Dual Care leben zu können, wäre genau das der absolut zentrale Punkt, das ist das eine. Und das andere ist, dass dieses Spannungsfeld, das ich auch skizziert habe, dass eben eine direkte Finanzierung, oder? Dieser Care-Aufgabe, die eben auch über ein solches Grundeinkommen erfolgen kann, zu einer Retraditionalisierung und zu einer bleibenden Ungleichheit führt, weil es eben dazu führt, quasi, dass die Leute, die schlechter verdienen, zu Hause bleiben, relativ automatisch, werden die Frauen sein, die das dann machen, oder? Und sie werden nie in ihrem Einkommen über das Grundeinkommen hinauskommen und irgendetwas in der Nähe von dem verdienen, wie ihr Mann, der Karriere macht. Oder? Also diese Ungleichheit zementieren sie mit einem solchen System. Dann hat sich Frau Studer hinten gemeldet. Ja, als Historikerin möchte ich darauf hinweisen, dass was jetzt eigentlich ansteht am Umbau des Sozialstaates, dass das wirklich ein radikaler Wandel ist. Die Entwicklung des Sozialstaates war ja durch die Logik bedingt, dass man die Frauen, wie Esping Andersen sagt, dekommodifiziert, also dass sie möglichst die Frauen, die Mütter,
zu Hause bleiben, sich um die Kinder kümmern. Und wir haben heute eine völlig neue Situation. Es ist zum Teil Zwang, es ist zum Teil Wunsch, dass die Frauen erwerbstätig sind. Und das ganze System der sozialen Sicherheit, der sozialen Wohlfahrt ist eigentlich auf ganz anderen, auf anderen Bedingungen aufgebaut. Und deswegen haben wir heute auch diese schwierige Situation. Ich würde eigentlich nicht sagen, dass wir heute nur ein Ernährermodell haben und ein Zwei-Ernährermodell. De facto in der Schweiz hat sich so ein Anderthalb-Ernährermodell etabliert. Und das ist natürlich ein Zwittermodell, das ist ein hybrides Modell, das ist ein Modell, das mit sehr vielen Problemen beladen ist. Und ich glaube, das ist das, was wir ändern müssen. Mhm. Also ich versuche immer dieses geschlechtsspezifische Modell, wie Sie das irgendwie skizziert haben, eben den Frauen die unbezahlte Care-Arbeit zuzuweisen und den Männern die Erwerbsarbeit zuzuweisen, zu sagen, die Arbeiterbewegung hat aber auch dafür gekämpft, dass man Zeit hat, um unbezahlte Aufgaben zu übernehmen. Und in dem Maße, als die Haushalte Zeit bekamen, um solche quasi Aufgaben wahrzunehmen, haben sie immerhin die Care-Thematik gesehen, oder? Und heute hat man im Reform, in diesen ganzen Reformkontexten drin, hat man selbst von der Frauenbewegung her manchmal, sieht man gar nicht mehr, dass diese Aufgaben eigentlich auch noch da sind, Zeit brauchen, dass wir sie anders einrichten müssen, das ist klar, oder? Also ich will nicht zurück zu diesem alten Modell, das ist nicht die Diskussion. Aber dass die eben auch Zeit brauchen, dass sie auch abgesichert sein müssen und dass wir ein System brauchen, das sie eben nicht ausblendet, diese Arbeit, das finde ich immer noch sehr wichtig. Frau Studer nochmals. Ist gut. Dann da hinten. Gibt es eigentlich auch Antworten oder Zahlen zu unbezahlter Care-Arbeit durch Männer? Und gibt es Ansätze, die diese unbezahlte Care-Arbeit von Männern in den Mittelpunkt setzen und sagen, okay, also wieso, also früher waren es die Frauen, die zu Hause unbezahlte Arbeit leisten, wieso sollen nicht Männer auch unbezahlte Arbeit leisten? Und vielleicht geht ja die Rechnung so auch auf. Also es gibt eine Statistik des Bundesamts für Statistik, die erhebt alle paar Jahre, wie viel solche unbezahlte Care-Arbeit Frauen und Männer leisten. Also da kann man Aussagen über Frauen und Männer quasi ableiten daraus. Wir haben selber in zwei Malen Arbeiten über Kinderkosten in der Schweiz gemacht. Und wir haben dort auch die Zeitkosten erhoben, also wie viel Zeit investieren Frauen und Männer quasi in ihre Kinder. Oder? Und das war interessant, weil in der ersten Studie, das war in den Daten Mitte der 90er Jahre in etwa, dort kam heraus, dass wenn ein Paar ein Kind bekommt, also neue Familie quasi entsteht, dann reduziert der Mann die unbezahlte Arbeit und erhöht quasi die bezahlte und bei der Frau umgekehrt. Und was wir gesehen haben in dieser Re-Study mit Daten irgendwie so ums Jahr 2005 herum, ist, dass das nicht mehr passiert. Also er erhöht zwar immer noch quasi seine Erwerbstätigkeit, das ist immer noch so, aber er erhöht gleichzeitig auch die unbezahlte Care-Arbeit. Also, und ich denke, das sind immer quasi kleine Schritte, oder? Das ist nicht eine riesige Revolution, aber es ist trotzdem, sieht man in dieser jüngeren Generation, ein gewisses Umdenken ist da. Allerdings, innerhalb der unbezahlten Care-Arbeit wissen wir auch, die Männer, die kümmern sich um die Kinder und die Frauen, die putzen, oder? Das ist ja eine klare Arbeitsteilung irgendwo da, immer noch da. Es wurde ja gestern Abend an der öffentlichen Diskussion, die wir hatten, die Forderung aufgestellt, dass es so eine Art Bürgerdienst geben sollte in Zukunft. Sie haben jetzt die Freiwilligenarbeit überhaupt nicht angesprochen, das wäre ja noch eine andere Form von unbezahlter Arbeit. Was halten Sie von dieser Idee eines obligatorischen Bürgerdienstes? Wir haben den im Sinne des Militärdienstes, ja. Der Rekrutenschule. Also da wird er ja diskutiert teilweise. Also
in den ganzen Diskussionen, die man hatte um die Abschaffung der Wehrpflicht, wurde ja teilweise dieser Bürgerdienst auch angemahnt. Quasi, man kann dann freiwillig wählen, was man macht, Militärdienst oder Sozialdienst, aber es müssen Männer und Frauen dies tun. Also wenn eine Gesellschaft das will, dann kann sie sich darauf einigen. Es ist ein bisschen die Frage, ob das jetzt einfach all die Jungen machen müssen oder ob es auch andere Leute, zum Beispiel diese jungen Alten gäbe, die Zeitressourcen hätten für derlei. Oder? Also ich finde, das kann man diskutieren, ob man das will. Es löst nicht alle Probleme. Definitiv nicht, oder? Ich noch eine letzte Frage stellen kann. Sie haben als eine der Forderungen gesagt, es braucht eine bessere Vereinbarkeit. Ja. Ich nehme an, eine bessere Vereinbarkeit in Bezug auf die Kinderphase, aber auch eine bessere Vereinbarkeit in Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Pflege. Wie würde denn eine solche verbesserte Vereinbarkeit konkret aussehen? Also es gibt derzeit eine interdepartementale Arbeitsgruppe Angehörigenpflege, die sich da Maßnahmen überlegt, die der Bund ergreifen müsste, um genau in diesem Bereich Fortschritte zu machen. Also ich war da involviert, allzu viel darf ich da nicht erzählen. Aber ich denke, wir sind in der Betreuungsfrage, in der Kinderbetreuung deutlich weiter, als wir es in der Altersbetreuung quasi sind. Also diese ganzen Entlastungsangebote, die eben nicht gerade den Entscheid zwischen einer dauernden Heimaufenthalt oder immer nur zu Hause sind, sondern so eine Zwischenwelt schaffen, einer Teilunterstützung, da sind wir nirgends, oder? Da sind wir gar nirgends. Und ich denke, diese Diskussion müssen wir ganz insbesondere hier auch führen. Gut, wenn es von Ihrer Seite her keine Fragen mehr gibt, möchte ich die Diskussion mit Heidi Stutz abschließen. Nochmals ganz herzlichen Dank für das spannende Referat. Ich denke, es war wichtig zu sehen, dass der Sozialstaat sich eben nicht nur um die Aspekte der Sozialversicherungen und der sozialen Sicherheiten dreht, sondern dass zum Sozialstaat eben auch ein wesentlicher Aspekt wie die Familienpolitik gehört. Herzlichen Dank nochmals, Heidi Stutz. Applaus